Hallo Lieben, welcome back zu einem neuen Video und ja, ein neuer Designbeitrag für die liebe Simone ist am Start. Ja, ich habe noch einmal geshoppt, ja was soll ich sagen, bei einem Impronte de Autore Release und das ist heute schon da, also schnell, sehr sehr schnell angekommen und ich sag einmal, wir starten los. So. Die schöne Karten wieder. Das einmal und schau, was ich erst gut noch gekriegt habe. Tada! Schaut mal, wie cool ist das? Danke, liebe Simona, falls du siehst. Ich freue mich voll von AB Studio. Schau, das ist der Bur und die. Eben das Mädchen mit der Geburtstagstorte. Ist das nicht süß? Ja, das einmal. Danke, danke. Ich freue mich voll. Also, hallo. Schaut mal, wie süß. So, und jetzt starten wir mal los. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, also, ich weiche noch und noch die Zagen an. Und schaut. Das nicht niedlich. Kreischalarm, Kreischalarm. Sag ich nur jetzt schon. Das Igel. Ich hab mal das Igel haben müssen. Ah, Schatz. Oh mein Gott. Und das ist jetzt nicht gerade klein. Also, schaut es jetzt an. Das ist so super Größe. Ah, ich freue mich so auf das Release. Aber es ist auch noch was vom reduzierten vom Sale mitgegangen. Ja, ich habe nicht keinen drumherum. Ja, das Hündchen hat da noch mit dürfen. Ja, so süß. Dann eine Randstanze. So schaut aus. Zack. Die. Und der Regenbogen. Der hat auch nicht fehlen dürfen. Voll cool. Zwei Stück eben. Einmal ganz, dass es aufkleben kannst, glaube ich. Und nachher die Streifen. Schaut so aus. Also ich sag's euch. Es ist sehr Impronte de Autore lustig. Einfach Impronte de Autore Release war. Und ich hab's nicht geschafft. Ich hab's leider nicht geschafft. Da finde ich es auch cool. Da habt ihr sozusagen die Wolke an sich und dann noch die Augen dazu. Die könnt ihr aufkleben oder auch lassen. Das, ja, ich habe einfach nicht widerstehen können. Was, ja. Anders kann ich nicht sagen. Dann, aha, schaut. Ja. Das Schloss, genau, Kessel eben. Und einfach nur wunderschön. Das Release. Natürlich. Oh, schaut. Princess. Da kannst du wirklich ankleiden. Die Haarfarbe, die Hautfarbe, alles verschieden. Das Kleid kannst du in verschiedenen Farben machen. Natürlich, die Prinzessin braucht nicht Accessoires. Also das auch mit. Und ja, vom letzten habe ich mir die Ballons, Partyballons eben mitgenommen. Ah, ich freue mich so, ich freue mich einfach so. Ja, ist einfach nur schön, einfach nur schön. Schaut euch an. So, und noch eine Stanze. Nämlich den Oschi da. Ja. Das sind die Decks. Und das ist aber jetzt so, wie soll ich euch sagen? Mache ich einmal, wenn ich es aufkriege, wohl, kriege ich ganz leicht auf. Nehme ich so ein Blotten. So. Tu mal kurz weg. Nämlich, das kennst du von der C6. Eben, das ist da, das prägt sich da ein. Und ja, bin ich neugierig, wie das ist. Habe ich schon lange nicht mehr mit sowas durchgestanzt.
Und ja, die wird einfach von Sinnen, die haben, ja, mehr brauche ich nicht sagen dazu, glaube ich. Na, von Release habe ich mal das Stempelset mitgenommen. Mit dem Schatz, die Mäuschen, die Dreie, Cinderella, ja. Ich brauche einfach nichts sagen. Ist einfach nur wunderschön, das Release. Und das gleiche mit den Igel. Schaut den kleinen Marienkäfer da an. Und die Biene. Und den Schmetterling. Und da der Igel mit dem Igelmama zum Beispiel. Oder Papa und das Kind. Oh, ist das niedlich. Ja, ich komme aus dem Schwärmen nicht außer. Sorry. Ja, das war mal von Impronte da Autore. Und jetzt, was soll ich sagen, gehen wir noch zu einem Stencil. Jeep. Das ist der von Dutch Doobadoo. Hier habe ich noch so wenig. Deswegen hat der mit dürfen, gell? Dann, was soll ich sagen, Papier hat mit dürfen. Ja, einmal habe ich die Die Cuts. Und die Füchschen. Schaut's. Hinten. Oh, schaut so süß. Ja, das Füchschen. Wenn man die jetzt platzieren, da. Einmal. Einmal die Boys. Und nachher Fox. Eben die Funny Fox Girl. So heißen sie. Von Fabrica de Coro. Wer sonst, gell? Eben, ja. Sind die Girls. Schaut's mal. Oh, ist so, das, da bin ich schon länger dahinter, dass ich die bestellen, aber was wieder ausverkauft. Aber endlich habe ich es. Na, die 20x20 cm Blöcke einmal eben für die Mädels. Mache ich euch auf. Zack. Schaut's. Das müsste ich jetzt echt. Oh, schon seht ihr so. Ist das nicht niedlich? Das ist ja wohl Oberzucker zu Kassiers. Oh. Ja, da seht ihr mal das andere. Da wiederholt sich's. Oh, schaut's. Das ist ja wohl, ja. Einfach nur schön, schön, schön. Lauter viel, wo tue ich es noch hin? Ich tue es einmal da oben her. Und natürlich die Boys. Die haben auch mit dürfen. Das ist schon mal mit was. Ja. Aber ich habe einfach bei den Sachen von Improntelator nicht widerstehen können. Das, ja. Das Rauskommen und. Ach, herrlich, herrlich. Schaut's da. Oh mein Gott. Ups. Machen wir von vorne. Habt ihr euch so. Ist gescheiter. Zack. So, wieder übersprungen. Schau, will nicht. Aber jetzt. Schaut's mal. Oh mein Gott, ist das niedlichst. Mara mit den Babyklamotten. Ja, Regenbogen. Oh. So wunderschön. Da hinten, also. Ja, das waren die Boys. Und dann zu allerletzt, das ist jetzt ein bisschen krasses, auch von Fabrica de Coro, sind die da. Sind die im Supermix mit den Streifen und den Punkten und einfärbig. Mache ich euch auch noch auf. Das ist jetzt 30,5 x 30,5 Papier. So. Und einfärbig gepunktelt. Einfärbig gepunktelt. Und jetzt kommt schon so gestreift. Und zack. Ja, das war's schon. Also. Eine schöne Auswahl wieder.
was soll ich anders sagen? Einfach nur schön. Also, ich kenne halt immer in Pronto, das ist halt, ja, überhaupt die. Die tat ich schon gern sammeln. Da fallen mir noch ein paar, wie die Fee fällt mir noch, der Grinch. Was fällt mir noch? Ein paar Sachen fallen mir. Ah ja, genau, der Yeti. Vielleicht fange ich an, die zum Sammeln, weil jetzt habe ich schon sehr schon gemacht, ach, den lasse ich noch, aber jetzt doch dabei. Und ja, was soll ich sagen? Ihr seht's, ja, ich bin ein bisschen sprachlos, aber weil es, ich freue mich einfach so. Keiner's, das wird nicht so gestreichelt, schon auch gestreichelt, aber auch verwendet, gell? Und ja, ich kann's. Ich freue mich einfach so. Ich freue mich. Und ihr seht's noch an, jetzt auf. Deswegen folgt es mir ja auf Instagram an, weil wir jetzt sind, dadurch, dass ich jetzt noch einmal anhole, vielleicht tue ich, weiß nicht, wie ich es schaffe, aber eher, dass ich nachher gleich auf Instagram irgendwas echt sage, verwende eben. Und ja, deswegen folgt es mir gern da und auf Instagram. Das sagt danke fürs Zuschauen. Und noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.